Ich möchte, dass Funky irgendwann, wenn er Zeit dafür hat, Funky, irgendwann, wenn du Zeit dafür hast, musst du das bitte auf dem Stream-Highlight-Kanal hochladen. Das Schlimmste sind Fußballgespräche mit Familie. Schlimmer geht es nicht. Es ist de facto, es ist nicht möglich. Letztes Wochenende, ne? Familienurlaub. Ich bin in so einem 25-Mann-Clan, ohne Scheiß. Also das ist untypisch für eine deutsche Familie, was meine Familie da feiert. Kurze Erklärung. Mein Vater, drei Geschwister, die alle Kinder und die alle mittlerweile auch Kinder. Wir reisen da, Real Talk, wir waren glaube ich 24 Leute. Weil ich habe drei Cousinen, die kombiniert, glaube ich, 7 Kinder haben. Also es ist vogelwild, ne? Ist vogelwild. Alleine meine Cousinen mit ihren Männern plus ihren Kindern sind einfach schon mal 13 Leute. So. Und dann ergeben sich folgende Situationen, ne? Wir sitzen da, waren in so einem Centerpark im Hochsauerland. War wirklich ein cooles Wochenende, ne? Ich war zwar leicht krank und hatte an beiden Tagen mindestens 2 Stunden jeweils auf dem Klo verbracht wegen Nasenbluten. Nicht geil, aber okay. Und dann ergeben sich so Situationen, wo dann meine beiden Onkels, mein Vater, ich, mein Cousin und die drei Männer meiner Cousinen plus der Mann von meiner Tante am Tisch sitzen und dann wird über Fußball diskutiert. Die sind alle fußballverrückt. Mein einer Onkel, Bayern-Fan, also im Ruhrgebiet Bayern-Fan zu sein, auch schon mal ganz interessant. Mein einer Onkel, Bayern-Fan, mein anderer Onkel, Dortmund-Fan, mein Cousin, Bochum-Fan, der andere, glaube ich, auch Bochum-Fan, der Mann von meiner Tante, weiß ich gar nicht, glaube, der ist so ein halber Bochum-Fan und dann halt mein Vater und ich Schalke-Fan. Ey, und da sind Takes über den Tisch geflogen. Wahnsinn. An dem einen Abend hat Dortmund gegen Hoffenheim gespielt, dann am nächsten Tag war Mittagskonferenz und abends hat Schalke gegen wen haben die gespielt? Das, was die gewonnen haben. David Horde in der 90. Minute das Tor gemacht hat. Digga, das ist... Gegen wen waren das? Bin ich gerade lost? Düsseldorf, ja, Düsseldorf. Wir fangen mal an. Chronologisch. Dortmund-Hoffenheim-Spiel. Take Nummer 1. Von meinem Onkel in die Welt gesetzt. Ja, der Haaland ist auch overhyped, ne? Ist einfach nur ein Konterstürmer. Ist auch bescheuert, wer für den 100 Millionen jetzt zahlen will. Dann wird Moukoko eingewechselt. Da muss ich meinen Vater in die Schusslinie nehmen. Da haut mein Vater auf einmal raus. Ja, von dem Moukoko hörst du auch gar nichts mehr, ne? Der ist auch irgendwie... Hat sich jetzt nicht wirklich weiterentwickelt, ne? Dann sitzt du daneben und du weißt ganz genau, Bruder, es ist deine Familie, du willst nicht, dass der Haussegen schief steht, also lass es einfach sein. Und ich saß daneben, so wirklich, ich habe wirklich schwer geatmet, ich saß daneben so, Simon, ruhig, ruhig, fang keine Diskussion an, lass die ihre Meinung haben. Dann haut mein Onkel, der Dortmund-Fan, eine These über den Tisch, ich musste mich anschnallen und ich saß am Essenstisch. Thema Schalke. Natürlich spricht man über Schalke. Weil, verkackt, alle lachen über Schalke. Das ist mittlerweile so traurig, ne? Selbst meine Onkels, die halt wirklich erwiesenermaßen nicht viel Ahnung von Fußball haben, lachen mittlerweile hart über Schalke. Traurige Geschichte. Haut der eine These über den Tisch? Ja, aber ich verstehe auch nicht, was Schalke macht. Die sind abgestiegen, haben ihre E-Sport-Lizenz für 25 Millionen verkauft und stecken gefühlt keinen Cent in neue Spieler. Du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder du investierst in den Kader und nimmst richtig Geld in die Hand, um wieder aufzusteigen, oder du lässt es sein. Ich so, Bruder! Brudi! Hast du mal den Kontostand gesehen? Hast du mal die Anzahl an Schulden gesehen? Hast du mal mitgekriegt, dass wir 35 Spieler abgeben mussten, damit wir nicht mit 6 Punkten Rückstand in die Liga reinstarten? Weil wir die Zweitliga-Lizenz nur unter Auflagen gekriegt haben. Okay, okay, versuch's ihm nicht zu erklären. Alles gut. Alles ist seine Meinung. Lassen wir so stehen. Ey, es ist ganz wild. Es ist so wild, ne? Es ist so...
Und dann kommt dieser eine Typ, ne? Und wirklich kein Disrespekt an Bochum, ne? Dann sitzen da Bochum-Fans an dem Tisch, die mir erzählen wollen, dass Bochum ja schon seit Jahren eigentlich der größere Verein als Schalke ist. Und die sagen das nicht aus Spaß. Und dann sitzt du da und du lässt es einfach über dich ergehen, weil du weißt, diskutieren bringt nichts. Du kannst dagegen nicht anreden, das wird dich nicht weiterbringen in dem, was du hier tust. Ey, es ist so. Es ist der Wahnsinn. Und hinten dran kommt dann mal ab und zu meine Mutter und wirft solche Sätze durch den Raum, wenn Schalke gegen Düsseldorf spielt und es 0-1 steht. Und dann kommt der klassische: Ja, warum verlieren die denn schon wieder? Ja, keine Ahnung, Mann! Ich weiß es nicht! Ich liebe dich, Mama. Aber ich hasse es. Ich hasse es, wenn Menschen, die keine Ahnung haben, über Fußball reden. Ich trigger durch die Decke. Lasst es sein. Das ist genauso schlimm, wie wenn Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ist, du beim Public Viewing sitzt und hinter dir sitzt so eine Bernadette und dann sagt die: Schieß! Warum schießen die nicht? Warum spielen die nicht mal schnell? Das ist das einzig Positive an der Weltmeisterschaft in Katar. Das einzig Positive an der Weltmeisterschaft in Katar ist, dass sie im Winter stattfindet und absolut keine WM-Stimmung aufkommen wird, weil es kalt sein wird und einfach Katar Dreck und du dir einfach die Scheiße verhältnismäßig weniger geben musst. Das ist das einzig Gute an dieser WM. Fußballmutter beim D-Jugendspiel, ganz wilde Zeiten früher gewesen. Nee, ohne Scheiß. Bevor jetzt wieder welche kommen und mir hier unterstellen wollen, ich bin gegen Frauen, die sich für Fußball interessieren. Es gibt ganz viele Frauen, die auch wirklich Peilung von Fußball haben. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es triggern einfach Menschen, egal ob Mann, Frau, divers oder schlag mich tot, die sich über Fußball äußern und keine Ahnung haben. Ich habe keine Ahnung von Basketball, also rede ich mit niemandem über Basketball. Ganz einfache Geschichte. Und da hat nichts damit zu tun, ob ich da unten zwei kleine Eier und einen kleinen Stupsi hängen habe oder ob da ein Schlitz ist, sondern wenn ich keine Ahnung habe, halte ich's Maul. Und dann versuche ich nicht mit Leuten zu diskutieren. Ganz einfache Geschichte. Bruder. Oh, das fuckt mich auch so krass manchmal ab. Ich muss jetzt einmal das Ding durch. Wenn du Doppelpass oder so guckst und sich dann da irgendwelche Experten, deren Expertengrundlage darauf basiert, dass die vor 30 Jahren mal erste Liga gespielt haben, tut mir leid. No front an niemanden. Und dann sitzen die da und dann äußern die sich zu Fußballthemen, wo du denkst: Nein, du hast keine Ahnung von dem Verein. Rede bitte nicht. Wer hat dich eingeladen? Also auch ohne Scheiß, ne? Bei dem Schalke-Thema. Real Talk, Schalke. Es ist sogar berechtigt, dass sich jeder über die lustig macht, ne? Weil die einfach den Verein runtergewirtschaftet haben. Aber was für wilde Takes über Schalke geäußert worden sind in den letzten 2 Jahren, ist so anstrengend. Da äußern sich dann irgendwelche Experten und geben diesem komplett kaputten Verein Ratschläge, wo du dir denkst: Alter, dann informier dich doch bitte wenigstens. Dann setzen sich da Leute hin und sagen: Ja, Schalke muss jetzt einfach ausgliedern. Ja, perfekt. Alles klar. Krieg mal alle 100.000 Mitglieder zusammen oder wie viele das bei Schalke sind, die jahrelang eingetragener Verein sind und geh da hin und sag: Ja, wir müssen einfach mal ausgliedern. Genauso einfach ist es. Hast dich super informiert. Danke für deinen Beitrag. Aber hey, du hast mal vor 30 Jahren erste Liga gespielt. Super Sache. Boah, es ist so anstrengend, Alter, ne? Es ist so anstrengend, ne? Am schlimmsten, ich finde ein. Mann, wirklich eine dicke Eins in den Chat. Es gibt einfach Leute, und das fuckt mich so krass ab. Bei den jungen Leuten sind das die, die irgendwie so Kick 11 oder so gucken. Und bei den alten Leuten sind es halt einfach die, die Bild lesen. Ich rede jetzt nur von Fußball. Und dann mit dir ein ernsthaftes Gespräch führen wollen, ne? Es ist so anstrengend, Alter. Weil bei manchen Themen musst du halt auch einfach im Fußball in die Tiefe gehen und dich darüber informieren. Sonst musst du Klappe halten. Sonst wird's anstrengend. Ich rede doch hier auch nicht über die Infrastruktur vom Augsburg, wenn ich mich damit noch nie auseinandergesetzt habe. Was soll ich euch über Augsburg erzählen? Habe ich keine Ahnung von. Da hält ich mein Maul.
Genau wie meiner Zweitliga-Saisonprognose. Was soll ich euch über Regensburg oder, weiß ich nicht, Hansa Rostock erzählen, wenn ich da 5 Spieler im Kader kenne? Dann sage ich einfach, ey, Bauchgefühlentscheidung, ich glaube, die wären 13 Dauer und gut ist. Also, boah, das finde ich bei Fußball immer so anstrengend, ne? Ehrlich, richtig anstrengend.